Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Deja am Samstag. Was fällt denn euch am Bild auf? Ja mal, das sind ja gar keine Balken mehr oben und unten. Das ist folgendermaßen passiert. Ich habe ein Programm gefunden, das nennt sich Borderless Gaming. Das ist ganz geil. Ich hatte ja vorher das Problem, dass wenn ich im Vollbild spiele in Minecraft, weiß man ja, kommt man nicht raus. Da kommt man ja dann nicht raus aus dem Fenster, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Playlist wechseln will, dann müsste ich immer den Fullscreen beenden und das würde dann euch die Bildqualität verschandeln und mir die Aufnahmedatei verunstalten, glaube ich. Deswegen habe ich es nie gemacht und Borderless Gaming behebt das Ganze. Ich kann jetzt hier einfach aus dem Spiel raus und da drüben rumtippen und es passiert nichts. Das Fenster verschiebt sich nicht, es bleibt einfach so. Das ist jetzt sozusagen Fullscreen oder Fenstermodus ohne Rand. Also das ist auf jeden Fall ganz geil. Und dann haben wir auch endlich mal keine Balken mehr. Gut, das hätten wir es. Das letzte Mal haben wir. Ja, ist gut. Hey, was machten die da drin? Die machen mir mein Feld kaputt. Hey, komm mal her. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Das setzen wir wieder drauf. Braucht das sowieso nicht. So. Letzte Mal haben wir hier ja so Späßchen hier gemacht. Inzwischen kam ein neues Update raus für Mr. Crayfish's Furniture Mod. Und zwar sieht er. Oh, schon wieder falsche Taste. Folgendermaßen. Das war weiter oben, ne? Das war hier. Wir haben ein paar neue Sachen, die dazugekommen sind. Diese Steinwege, das hatten wir ja letzte Folge. Die hatten ja so eine komische Hitbox. Das ist jetzt gefixt worden. Die haben jetzt eine kleinere Hitbox. Das heißt, die kann man jetzt auch verwenden. Habe ich ausprobiert. Dann ist das Duschkabinenzeug. Das werden wir alles nicht benutzen, weil es nicht in unsere Welt reinpasst. Das ist zu modern. Was wir aber wahrscheinlich machen werden, ist, wo ist es denn? Hier einen Spiegel bauen. Der funktioniert wirklich und das ist richtig geil. Also da werden wir vielleicht, den werden wir vielleicht mal basteln. Kostet aber gerade viel zu viel Eisen. Das ist mir viel zu viel. Da werden wir vielleicht mal später was tun. Auf jeden Fall haben wir so Schränke hier. Das werden wir wahrscheinlich auch noch machen, weil das ist eigentlich ganz geil. Das sieht auch recht gut aus. Ich weiß nicht, wie es mit den Texturen aussieht. Ah, das ist gerade ein bisschen laut bei mir auf den Ohren. Vielleicht ist es auch bloß das Lied. Ich weiß nicht, wie es mit den Texturen aussieht. Das sieht ja. Das hat die Texturen ja übernommen, das hier auch. Bin mir nicht ganz sicher, wie das dann aussehen wird. Könnt ihr eigentlich mal so zwei Regale bauen? So teuer sind die ja eigentlich nicht. Ich probiere das mal ganz kurz. Holz. Holz. Machen wir mal Eichenholz. Machen wir mal Fichtenholz. Wir nehmen mal hier ein bisschen Eichenholz raus und machen aber aus. So, hier machen wir Kisten draus. Machen wir zwei Stück. So. Und dann brauchen wir. Oh. Hier brauche ich nochmal so ein Pack. Einmal rum. Und hier nochmal. Zwei Schränkchen. So, jetzt gucken wir mal. How that looks like. Weiß gar nicht, aber hier ist schon ein Schrank. Oder hier? Hier so. Hat sogar einen eigenen Sound. Und sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Sieht irgendwie aus wie ein Kühlschrank. Und da kann man auch Sachen reinpacken. Wie gesagt, hier oben baue ich noch alles um. Das gefällt mir alles nicht. Ist so. Naja, es. Na, es gefällt mir einfach nicht. Moment, ich hatte doch. Ach, drücke mal falsche Taste. Ich hatte doch hier. Ich hatte doch irgendwo mal so ein. Das müsste ja jetzt auch gehen, ne? Ah, das hat jetzt alles die Textur. Aber den konnte man ja nicht platzieren das letzte Mal. Das geht ja jetzt. Wo habe ich denn den Steintisch hin? Ich hatte doch auch noch einen Steintisch. Komm ich denn hier rein? Ja, den habe ich hier rein. Wie sieht denn der aus?
Ich glaube, den packe ich hier hin. Aber ich denke, das ist ein bisschen besser. Das passt irgendwie zur Wand. Das kann man mal machen. Eigentlich sollte man ja die Regale da links und rechts hinstellen, ne? Dann machen wir mal den Kappes hier mal weg. Na komm. So. Und so. Okay, da kann man dann was Nettes draufstellen. Da haben wir... Aha, jedenfalls Taste. Wir können ja so eine Lampe oder so. Okay, das funktioniert so. Interessant. Ein Hocker gibt es hier, Brotschreibe, Messer, kann man sich alles irgendwie hinlegen. Ein Toaster gibt's. Oh, das werden wir alles nicht benutzen, weil es einfach nicht in die Welt passt. Und auch nochmal einen separaten Amboss. Das ist auch ein sehr interessantes Waschbecken. Eine Toilette. Eine Klingel könnte man eigentlich machen, aber das, obwohl. So eine Holzbox und ein Ding, so eine Klingel. Einfach weil was können. Komm, das fuchst mich jetzt. Wir haben noch Redstone. Okay. Ich wollte gerade sagen. Dam, da, da. So, noch einen Button. Und dann haben wir eine Türklingel. Ich würde mal sagen, die machen wir... Machen wir mal hier unten hin. Alter, das ist laut. Ui. Das ist laut und es rauscht. Hat ein schönes Rauschen dabei. Okay, es sieht eigentlich ganz lustig aus. Die machen wir, glaube ich, da hinten hin. Ich hoffe, die droppt. Ja, sie droppt. Die machen wir mal dahin. Oder da. Nee, da passt sie eigentlich gut. Lassen wir das mal. So, ich hatte mir noch irgendwas überlegt, was wir hier hinmachen. Stimmt, die Stone Paths wollte ich mal holen. Die könnten wir wahrscheinlich trotzdem auf den Kiesweg draufpassen. Mal gucken, wie das aussieht. So, das müssen ja hier. So. Mal gucken. Das ist schon besser mit der Hitbox. Die ist da jetzt bloß auf dem Boden. Und das ist ganz geil. Hey, das reicht genau. Hey, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht schon fast so gut aus, dass ich das sogar hier überall hin machen will, aber... Nee. Das lassen wir mal hier so. Ach, sag mal, immer die falsche Taste. Was habe ich denn hier benutzt? Hier habe ich... Birch Hedge. Die brauche ich nochmal kurz. Da mache ich nochmal kurz, was. Das vielleicht... Alter! Mal nochmal kurz, wo sind sie denn? Die Birkenhecke. Eichenhecke? Eichenhecke. Warum dann nicht da drauf? Ich mach nochmal. Komm, das ist zu traurig hier jetzt. Das kann ich jetzt auch nicht haben. Na. So, schon wieder ein Tag verplempert hier. Ich glaube, ich will das hier ein bisschen... So ein bisschen eine Art Eingang haben. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, oder? Machen wir nicht so. Hätte ich mir jetzt... Da hätte ich mir von ihm auch noch was gewünscht. So eine Art, kennt man ja von Garten, dass da so ein Rosenstock hier über den Eingang geht oder sowas. Das hat er ja nicht, ne? Er hat bloß diese Zäune hier. Ne, sonst hat er nichts. Sonst hat er gar nichts. Mülleimer, auch ganz lustig. Geschenke. Brauchen wir an Weihnachten. Kühlpack, warum auch immer. Warum auch immer ein Kühlpack? Für ein Dingofen, für einen Ofen. Für einen Kühlschrank. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen.
Jetzt könnte ich doch glatt nochmal zwei von diesen Dingern da vertragen. Wenn ich jetzt doch bloß wüsste, wie das ausregnet. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Dass es regnet. Dann werden wir gleich mal hier Screenshots machen. Oder? Ist ja auch geil, wie das am Bildschirm runterläuft. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Voll die Regentropfen am Bildschirm. Geil. Das ist natürlich cool. Hier fehlt mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr. Wenn es regnet, ist es ja eigentlich immer so ein bisschen trüb, ne? Wenn wir jetzt den Shader wechseln, zeige ich euch mal kurz, was ich meine. Das müsste der hier sein, vielleicht. Sieht man hier, das hat alles ein bisschen mehr Leuchtkraft und ist ein bisschen trüber. Ich habe dann noch einen anderen. Das müsste der Mitregen sein. Sieht man, das leuchtet alles sehr arg. Naja, ob es jetzt mir gefällt, weiß ich auch nicht. Aber es hat, glaube ich, schon wieder aufgehört mit Regnen. Naja, machen wir wieder den Continuum Shader. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, ist schon ein Unterschied, aber ich finde den hier besser. Okay, dann gehen wir mal schlafen. Das Wetter da draußen aufhört, sonst regnet das nämlich eine Weile. So, da hört es auch schon auf. Was machen wir denn jetzt? Das ist die Frage, ne? Jetzt habe ich hier so schön dekoriert. Jetzt stimmt, ich wollte das letzte Mal, wie heißt es, Clay holen gehen. Weil da haben wir nämlich überhaupt gar nichts von. Das müssen wir dringend nachholen. So. Das packen wir ja auch noch rein. Das packen wir... Nee, das packen wir nicht rein. Stimmt, da war ja noch was. Dass die hier nicht so hoch wachsen, die Dinger. Wollte ich ja eigentlich was oben drauf setzen, wenn das geht. Sieht man den? Nicht ransetzen, sondern draufsetzen. So. Sieht man das? Ja, das sieht man. Okay, ich lasse die einfach mal wachsen. Ich habe leider jetzt keine unsichtbaren Blöcke, wo ich da draufsetzen kann. Cool, man hat sogar Frösche. Sehr geil. Also mir gefällt sie jetzt bis jetzt ganz gut. Ist schön idyllisch. Da unten müsste ja auch die Bäume gewachsen sein. Ja, ein paar sind schon gewachsen. Und unser kleiner grüner Zweig da unten. Da müsste ich eigentlich viel mehr von machen. Ich müsste ja viel mehr Bäche anlegen. Hier fehlt auch noch ein Bach. Hier müsste ja auch noch irgendwie was lang fließen. Müsste. Es müsste hier so viel passieren. So, das kann man hier auch noch reinmachen. Direkt. Ah, nee, halt. Das tun wir. Das tun wir hoch. Fichtenholz. Weg damit. Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja eher so. Oh, da haben wir aber auch viel Cobblestone dabei. So, der normale Stein. Schilder haben wir noch übrig. Redstone-Zeug war hier. Ein Haken. Das kommt da nicht rein. Brot haben wir noch, Faden. Schmeißen wir hier einfach noch rein. Das hier gehört hier auch nicht rein. Redstone war hier unten. Ditte war hier. Der hat mir sogar noch einen Knopf gehabt. Okay, den Rest behalten wir mal. Was wollte ich? Genau. Zwei Sachen da rein. Geht das? Ja. Oder haben wir viele Regale? Dann wollte ich noch ein bisschen Eisen ablegen, weil das ist zu viel.
So. Gut. Dann ziehen wir mal kurz los und holen uns ein bisschen Clay. Da haben wir schon Clay. Sehe ich was unter Wasser? Ja, ich sehe sogar was. Geil. So, jetzt sollte ich mal wieder schleunigst auftauchen. Das ist ja eigentlich direkt vor unserem Haus gewesen. Hätten wir ja gar nicht so groß aufbrechen müssen. So schnell. Oh, wir haben so riesige Krater hier. Naja, so oft sind wir ja nicht unter Wasser. Okay, das geht mir jetzt doch leicht auf den Sack. Okay, Zelda. Boah. Dann haben wir die Ader. Irgendwo war doch hier noch eine. Da drüben ist noch eine. Und hier ist auch so viel Kies. Da hätte ich noch... Ah, oh, ich bin so ein Depp, ne? Hier hätte ich überall Kies holen gehen können. Kiesmangel. Vollpfosten. So. Okay, das sollte genug an Clay sein. Da kriegt man immer gleich viel raus. Oh, da ist ja noch Clay. Okay, nur noch die Ader. Ein freilaufendes Schaf. Nicht mehr lange. Es könnte so ein bisschen Star Wars Musik sein, irgendwie so. Ich weiß nicht. So. Ist so ein bisschen der Style, finde ich. So. Tintenfische. Stimmt, hier war ja diese komische Höhle. Irgendwie voll das Prärielied. Wenn er mit seinem Pferd durch die Prärie leitet, würde das ein bisschen. Würde das gut passen, auf jeden Fall. So, jetzt können wir wieder die Öfen heiß laufen lassen. Stimmt, ich weiß, was ich noch machen werde in der Folge. Das ist wahrscheinlich ein bisschen langweiliger. Aber da wir so wenig Kohle haben, werde ich das jetzt noch nicht verbrennen. Ich werde es bloß mal reinlegen. Ja, ja, ist ja gut. Dann lege ich mal da alles rein. Oh, oder hier noch nicht. Dann mache ich nochmal. Wie machen wir denn das? Wo ist sie denn? Die Holzkohle, die mache ich aus irgendwelchem Holz. Aber da oben muss Baumstamm sein, ne? Ja. Okay. Da passt mal auf, ich brauche Fichtensetzlinge. Und Knochen habe ich natürlich verdüdelt. Okay. Hat sich das ja eigentlich schon wieder fast erledigt. Ich pflanze jetzt mal irgendwo ein Böhmchen und das soll dann mal wachsen. So. So nicht, aber so. So auch nicht. So, das soll mal wachsen. Dann machen wir daraus nämlich ein bisschen Holzkohle. Dann müssen wir ein bisschen warten, bis wir an Bone Meal rankommen. Ich habe ja nichts mehr. Da hätten wir sogar noch Ton gehabt. Fällt mir gerade auf. Okay, hier haben wir noch einen Ofen. Dann packen wir das da noch rein. Dann vergesse ich es nicht. Steaks haben wir auch noch. Sehr nice.
Müssen wir eigentlich warten, bis Nacht ist, damit wir ein bisschen Skelette farmen können. Das ist ein schöner, das ist ein schöner Teil von dem Lied, die Violine. Schöne Bilder auf jeden Fall. So, hier hatte ich überlegt, auch noch mal einen kleinen Bachlauf fließen zu lassen, der von da hinten kommt. Das würde sich ganz schön machen, dass wir immer hier so einen kleinen grünen Fleck haben. Das fände ich eigentlich richtig cool. Alter, ist da viel Kies. Alles voll. Mein lieber Mann. Okay, wir haben hier gar nicht mehr so viel aufgedeckt. Das hat sich wieder alles gelöscht hier. Schade. Und die Wegpunkte sind auch alle weg. Ja. Das ist ein bisschen komisch, dass sich das nicht abspeichert, aber egal. So, es ist gleich Nacht. Das Schaf steht hier so rum. Als wolle es eingespäht werden. Hm? Da vorne steht auch noch ein schwarzes, da steht noch ein weißes, das könnten wir eigentlich, können wir auch alle einfangen. So, der Turm ist auch zugewachsen, so wie ich sehe. Ich finde, das sieht auch ganz geil aus. Und gleich ist es soweit. The sun goes down. Sieht auch sehr cool aus. Da müsste gleich Mr. Moon aufgehen. Ah, da kommt er schon. Ah ja, da ging das Lämpchen an da hinten. Alter, wie der scheint. Stimmt, das ist der Bug, den es hier noch gibt im Shader Mod. Es ist erst immer die Sonne, die da hinten scheint, und dann wird es zum Mond. Das ist immer mal ganz hell kurz. Hm. Alter, ist das ein fettes Teil. That's what she said. Das sieht sehr majestätisch aus. Die Musik passt perfekt. Alter Verwalter. Er sieht echt majestätisch aus. Oh oh. Ah, da habe ich doch schon. Da habe ich doch gehört. Du kleiner Wicht. Habe ich doch gewusst. Dass man hier nicht lang ungestört Fotos machen kann. So, hier ganz schön viele Bilder gemacht. Aber es sieht auch einfach so cool aus. Sieht auch einfach echt cool aus. Kann man da nicht helfen. Okay. Da haben wir schon einen Kandidaten. Guten Tag. Oha. Boah, so ein Mistviech. So ein Mistviech. Alter. Du blöder Hund. So. Alter. Skelette sind auch sehr aggressiv auf jeden Fall. Alter, schubst du mich ins... Oh, das ist ganz schlecht, dass ich im Wasser bin. So. Oh, warum ist denn das eigentlich jetzt so laut geworden? Finde ich gut. Oh, da stehen ganz viele Endermans. Andy! Gerade irgendwie voll die Screenshot-Hure. Ohne Hexe, dann machen wir mal lieber Reis aus. Oh, das sind aber einige Kandidaten gespawnt. Bloß kein Skelettus.
Ah, gibt's auch wieder Level. Ah, Kollege. Oh, da sind aber ein paar gespawnt gerade. Das habe ich gesehen. Vielleicht ich ja gern so ein... Wow, voll der hochauflösende... Und da war eine Sternschnuppe. Voll der hochauflösende Mond. Schön. Auf jeden Fall auch ein sehr schöner Sternenhimmel. Ich feiere das gerade voll hier. Ich finde das richtig gut. So, egal. Wir wollten ja eigentlich, ne? Und so. Hier habe ich ja keinen Bock auf Creeper. Keinen Bock hier das Terrain zu flicken. Das Terrain. Hier fehlt auf jeden Fall eine Lampe. Habe ich Zaun dabei? Bestimmt nicht. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. So. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier so ungestört dann rumsitzen kann auf der Bank. Wenn ich das jetzt tun werde. Hoffen wir einfach mal das Beste. Weißt du was? Ich gehe jetzt auf den Baum. So. So, das sieht ein bisschen doof aus hier. Ich muss das, glaube ich, noch ein bisschen runterstellen auf 25. Wir sehen mal hier ganz kurz einmal außen rum, dass der alle Chunks lädt. So, einwandfrei. So. Das wär's dann eigentlich mal für die Folge. Wir haben zum Schluss eigentlich nur Screenshots gemacht und ein paar Monster getötet. Das war jetzt ja nicht so prickelnd, ne? Ich will gerne aufs Haus. Lass mich mal kurz da durch. Ich bin ein Mann vom Fach. Ich darf das. Ah, ich bin doch ein Genius. So. Jetzt aber. Dann bleibe ich mal hier stehen. Und verabschiede mich für diese Folge. Minecraft-Tager. Wir sehen uns morgen wieder, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe die Zeit. Ist ein bisschen stressig gerade. Und genau. Auf Wiedersehen.